Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railway Empire. Ich habe wieder eine kleine Pause gemacht, muss ja arbeiten zwischendurch, kann man leider nicht ändern. Ist auch ganz gut so, aber zum Spielen kam ich nicht, beziehungsweise zum Videos machen. Spielen ja, Uni, also Oxygen Not Included habe ich gespielt. Wir haben eine neue Base angefangen und so und das kann man so nebenbei ein bisschen machen und stundenlang laufen lassen und den kleinen Männchen dabei zugucken, wie sie da die Basis bauen. Finde ich sehr geil, ist auch also so sehr viel zu tun und so ein bisschen mit technischem Schnickschnack und so. Also ist echt gut. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube jemand, der sowas hier spielt, also ich meine, wenn es jetzt nicht unbedingt Züge sein müssen, kann man auch Oxygen Not Included spielen. Das ist ein ziemlich geiles Spiel. So, wir sind aber hier bei der Aufgabe 1 Million Quartalsgewinn. Und es wird echt schwierig. Ja, wir haben noch ein Jahr Zeit, das hinzukriegen und das, ich glaube nicht, dass es in dem nächsten Quartal sein wird. Wir hatten im letzten 500.000. Wir müssen so viel mehr Geld verdienen. Das ist echt schwierig. Vielleicht, also ich glaube, dass die Linien, die man hat, irgendwann überlastet sind. Also die stehen dann im Stau, zu viele Züge. Dann bringt es nicht, also bringt's nicht, Züge zu klonen und mehr zu fahren. Sondern man muss ein paar mehr Städte anschließen. Jetzt gucke ich mal. Also hier wäre eine Verbindung ganz gut. Ne? Den versorgen mit Mais. Vieh hier. Dann eine Verbindung quer. Kakao ist angeschlossen. Ja doch, Kakao muss hier hin. Von hier vielleicht weiter nach da. Wenn die groß genug werden, irgendwann. Ja. So irgendwie. Mal gucken. Machen wir mal hier einen Bahnhof rein. Ha. Blöd positioniert. Shit. Da. Okay, ist nicht so schlimm. Mal so den Rest hier löschen, dann machen wir. War das so ein Bahnhof? Ja. Dann machen wir den. Wo ist denn das da? Naja, hier so. Alles gut so mit den Signalen, ja, ne? Hat sich nichts geändert. Das heißt, ich fahre jetzt immer auf dieses Gleis. Wieder zurück, okay. Das heißt, hier schließen wir das an. Und gehen da ran. Geld haben wir. Ach, es ist schwer, zu wenig Geld für alles. So kurz ein bisschen laufen lassen. Fehlen Betriebsmittel. Okay, der kann aber gleich wieder auffüllen. So, wie sieht es hier aus? 90 Punkte haben wir. Die Lok kostet 50 ungefähr. Können wir das vergünstigen noch irgendwie? Das hier brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Versand, nö, ist halt nicht so wichtig. Wer
Personalkosten haben wir nicht. Das hier wäre ganz nett, ne? Verringert den Kaufpreis neuer Lokomotiven. Da kann man eine ganze Menge mit sparen. So, dann eine neue Linie. Wollen wir Leute einstellen? So, ohne hier, die Wartungszeit verkürzen, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Heißt dann mehr Geld. Achso, oh, wir müssen natürlich die Linie neu machen. Von Rio nach hier, weil wir den Bahnhof neu gebaut haben. Da wird es noch mehrere geben. Ja, hier. Und bestimmt ist dann noch einer auf dem Weg. Aber das merkt er erst auf dem Rückweg. So, was ist mit dem Fleisch? Ach, kann mir das nicht leisten. Hat der hier eine Panne? Nee, der wartet auch. Auf den da. Hoffentlich. Auf Riedfischerei? Wieso? Der muss doch da sein. Wieso wartet der auf den? Moment, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber es ist der. Der soll doch eigentlich nur darüber fahren. Was hat der mit einem Zug zu tun, der zur Fischerei fährt? Westernfilm fürs Publikum kennen wir schon. Das ist der hier. Der fährt ja natürlich auch überhaupt nicht lang, ne? Also, wieso warten die alle? Jetzt, wo der da ist, fährt er los. Fehlen hier Signale? Oh, nee. Naja, gut, wie auch immer. Wir brauchen den nächsten Bahnhof. Haben wir schon wieder ein bisschen Geld bekommen. Ah, wir müssen den ja auch ein bisschen vergrößern. Vielleicht nicht sofort, aber demnächst. Hier hinten brauchen wir natürlich auch ein Wartungshaus. Für 80.000. So viel Geld. Wo sollen wir das hernehmen? Hier. Ungültige Zuglinie. Da ist wieder so einer. Okay. Man kann natürlich die Strecke hier entlasten, wenn man den Mais und so nicht da hinliefert. Ne? Und wer weiß, was die noch so hier kriegen auf dem Stück. Obwohl, es sind nur drei. Wo kommt der her? Ellen Domäne, was bringt der eigentlich? Ach, der bringt hier den Kaffee. Was will der? Will der aufgefüllt werden? Okay, es geht. Ah, hier könnte bald eine Industrie entstehen. Hier auch, ja, die geben einem sogar Geld, aber es reicht dem einfach nicht. Wir haben schon Februar, ne? Mann.
So, wo sind das hier? Mehr Frachteinnahmen, 8% immerhin. Wie sah es im letzten Quartal aus? 684, naja, immerhin. Also, ist ja deutlich mehr als davor. Sehen, dass wir das noch steigern. Der fährt jetzt nicht voll, aber woran liegt es ja an der Nachfrage? Wir müssen halt das Bier abfahren. Ne? Das ist ja, die Lager sind voll. Das heißt, wir brauchen die Strecke zwischen den beiden Städten. Das geht vielleicht ein bisschen billiger, wenn hier nicht so viel bullet. Was? Wieso ist das immer so teuer geworden? So, 108. Okay. Mal gucken, was die hier haben wollen. Wollen die denn schon Kakao? Ja. Hier Zucker, Papier kriegen wir nicht. Milch? Gab's irgendwo. Aber zu weit weg, ja. Wie sieht's mit Salz aus? Ist das Salz? Nee, das ist irgendwas anderes. Reis? Was ist das hier? Also es sieht hier ein bisschen anders aus als da. Ah nee, hier unten. So, da gibt's aber keine Nachfrage. Was ist das? Es wird einem nicht verraten. Ne? Jedes Mal bin ich am Rätseln, was die neuen Waren sind. Naja. So, oh, schon so viel Geld. Alles klar. Ja, dann. Ah, ist es wieder so, dass der Innenradius hier zu klein ist? Nee, ne? Passt. Passt so. Achso, übrigens hier der Kommentar von Till, ne? Vielen Dank. Mich sehr gefreut zu lesen. Er hat nämlich geschrieben, dass ihm das sehr gefällt, was ich hier mache. Wie die Signale stehen, gefällt mir nicht. Dass die nicht parallel sind. So. Nur Fracht. Achso, ich habe. So, jetzt wird nämlich das Bier und dann nehmen sie wieder Mais an und so. Dann geht es hier ein bisschen besser. So, mit Fleisch im Augenblick noch genau das gleiche Problem. Das heißt, wir brauchen hier einen regen Austausch und müssen den Zug hier gleich nochmal klonen. Nicht genug Geld. Aber gibt es eigentlich auch, also da gibt es doch normalerweise was, was das günstiger macht. Hier ist eine Transportvergütung. Aber das ist noch in weiter Ferne. Das kriegen wir so schnell nicht hin. Aber hier auch. Oh. Hier ist der Kaufpreis günstiger. Ja, verstehe. Also gibt's, aber noch nicht. Ah, Schokoladenfabrik. Das heißt, die wollen Zucker haben. Der liegt hier auch schon. Wir müssen aber jetzt den Kakao ranfahren. Wir haben
Kaum Bier, kaum Fleisch. Ja, doch, Fleisch ist voll. Verstehe. Wir könnten... Wie sieht es denn hier mit dem Fleisch aus? Kommt an. Mais ist ein bisschen wenig. Holz ist zu wenig. Aber Holz haben wir doch hier auch rumliegen. Ja. Jetzt hier könnte man auch noch den Takt erhöhen. Also auf dem Stück, wenn wir den hier nehmen. Was mit dem? Warum fährt der nicht? Warum fährt der nicht? Warum fährt der nicht? Ist zu viel los. Wir müssen die Strecke nach Rio. Glaube ich ein bisschen. Die machen die auch Schokolade? Dann machen die hier bestimmt auch Schokolade? Ja, shit. Ah, Mann. Rückerstattung. Ach, Quatsch. Oh, kein Mensch. Wie sah es im letzten Quartal aus? 720.000. So, ich wollte den hier klonen. So, die Städte müssten aber eigentlich wachsen. Ne? Dafür fehlt ihnen irgendwas. Denen fehlt Mais, den Holz. Kriegt man das irgendwo hin? Wo kommt denn das Holz nochmal her? Das hatten wir hier drüben. Was haben wir hier unten liegen? Aber wir haben natürlich hier schon ein absolutes Nadelöhr geschaffen. Ach man. Die den Kaffee bringen. Was ist denn, wenn man noch ein Warendepot baut und sagt, wir wollen hier. Die tauschen nicht, ne? Also wenn man hier Holz hat, wird man es hier nicht zugreifen, also wird man nicht drauf zugreifen können. Kaffee, Kakao ist nicht. Schoki zum Abtransport. Und das reicht ja erstmal. Das müssen wir woanders bauen. Das war hier notwendig. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn wir den jetzt erstmal hier anschließen. So und auch nicht. So. Und dann den Kakao von hier nach da bringen. Ja. Panne ist blöd. Kostet Geld. So, der fährt halt jetzt schon so wenig Mais. Also ist klar, dass das hier nichts bringt. Wie sieht es mit dem aus? Der muss warten. Ach so, warum? Ja, man müsste den vergrößern eigentlich, damit das hier auch schneller geht. So, wo ist der mit dem, hier, gleich ein Klon. Und die Schoki, naja, wir werden die bestimmt selber verbrauchen. Zucker ohne Ende. Ich glaube nicht, dass die jetzt auf Anhieb so viel produzieren, dass wir das exportieren können. Und was ich auch wirklich nicht genau weiß, ist, ob man für die höherstufigen Güter mehr Geld bekommt.
Man sollte es meinen. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass man die nach Möglichkeit transportieren sollte. Also die Möbel zum Beispiel. Wir haben halt keine Stadt, die groß genug ist, um Möbel haben zu wollen. Vielleicht ist das auch eine Lösung. Sozusagen. Also wenn wir hier 60.000 Einwohner haben, ja, oder von mir aus Kleidung und so eine Sache. Was fehlt denen denn? Kriegen wir das raus? Ohne zu viel Zeit zu vertrödeln? Nice. Holz. Ja, okay.